Georg. Leider wurde Präsent in der Hand. Ich wusste nichts vom hier herrschenden Geschmack. Und bevor man das verschenkt, wofür man sich schämt, schämt man sich lieber bei der Lehrerin. Ja, danke. Das ist Sabrina. Sie hat heute gesagt. Und Mascha, das ist Hallo. Liebe Tina, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Auch das deine Träume wie geschossener Salat. Geschossener Salat. Gehen im Himmel sausen und von netten Engeln Retouren schicken. Ja, ja, danke. Und jetzt Schluss mit dem Gejammer. Trinken wir an Heiligen Prost. Auf dich. Prost, Irina. Schönen Geburtstag. Alles Liebe und alles Gute. Oh. Zur Titte, zum Sack. Kann ich noch einen Schluck weg haben? Dann hast du noch geguckt. Prost. 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 Daran, dass unsere Eltern solche Bilder aus haben. Ja, speziell russische Literatur. Ja, sie haben sich drei Mädchen gewünscht und dann haben sie uns Tschechow-Namen gegeben. Ja, unser. Dermaßen blöd unsere klugen Eltern. Ja, aber das sind doch sehr, sehr schöne Namen. Es kommt nicht auf die Herkunft an, sondern auf den Platz. Zum Beispiel Mascha. Mascha. Das klingt doch wie ein indisches Mantra, das man leicht auf sich umwurbeln möchte in Zeiten der Gefahr. So, dann Prost, Irina, auf deinen Geburtstag. Ja, alles Liebe. Zack, zack, zack. Prost. Ja. Deine Arbeit ist in meinen Augen keine Arbeit. Erst dann, wenn dein Konzept zu
zum Roman wird und dieser Roman in ein Buch leben wird. Erst dann wird quasi rückwirkend eine sogenannte Schriftstellerei für mich zu echter Arbeit. Ja, eine Kindergärtnerin arbeitet. Eine Mutter, die zu Hause dasselbe tut, indem sie auf die Kinder aufpasst, arbeitet nicht. Ja, ich putze das Haus. Ne? Ich putze das Haus, aber werde dafür nicht bezahlt. Deshalb arbeite ich nicht. Wenn ich jemand zum Putzen angestellt, ja, so arbeite ich. Ja, sonst könnte ich ja jeden Fick mit Martin als Arbeit deklarieren. Bloß weil die Huren genau dasselbe machen, mit dem Unterschied, dass sie dafür Geld kriegen und ich nicht. Früher war es so, dass die Armen arbeiten und die Reichen nichts haben. Heute ist das andersrum. Wer arbeitet, ist reich, weil er arbeitet. Und wer arm ist, ist arm, weil er arbeitet. Bei mir nicht. Ich arbeite nicht und ich bin reich. Du bist nicht reich, du weißt es nur anscheinend nicht. Und wir sind hier nicht wie bei Pippi Langstrumpf, wo unser Papa aus früheren Kiste voll mit Goldstücken dahin gestellt hat, wo wir uns nach Lust und Laune auf die Knie vermittelt haben. Diverse Aktien. Dein Viertel von der Villa, da fehlt die Bausubstanz und die Aktien nach Irina. Die gibt es auch schon lange, sind längst quer. Repressive Gesellschaftsform. Damit kamen die Menschen nicht klar. Nee.
dann gab es die Post-68er Auflösung. Ja. Dann kamen die Menschen nicht klar. Ja, und jetzt haben wir einen zusammengerührten Brei auf Neobürgertum und Individualismus. Ja, und damit kommen die Menschen doch auch nicht klar. Ich wüsste auch zu gern, wie das in 200 Jahren ist, ob das mit der Gesellschaft gut weitergeht, ob die Menschen dann noch besser und glücklicher sind als wir. Ja, wir haben uns so ein hohes Niveau erreicht. Wir haben den Sklavenhandel überwunden, die Menschenrechte durchgesetzt. Wir haben die Demokratie, gleichgeschlechtliche Ehen und allgemeine Schulpflicht. Keiner muss Hunger leiden. Es gibt Hartz IV. Ich verstehe einfach nicht, was mit uns los ist. Was müsste uns tun? Vielleicht ist der Mensch die Glücksbringer. Hallo? Wo seid ihr denn hin? Yeah.